Ladies, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Draußen ist es grau und dunkel und trüb und man hat überhaupt keine Lust, irgendwas zu machen. Man kann sich zu überhaupt nichts aufraffen. Manchmal ist einem sogar so langweilig, dass man zwar was zu tun hätte, aber vor lauter Langeweile hat man keine Lust, irgendwas zu machen. Wer kennt es noch? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich habe heute 5 Tipps für euch gegen Langeweile. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Lest doch mal wieder ein gutes Buch und macht es euch auf eurer Couch bequem. Draußen ist es total kalt und ihr seid wohlig warm in eine Decke eingewickelt, lest ein gutes Buch, macht euch eine schöne Tasse Tee und esst Weihnachtsplätzchen, Lebkuchen, was auch immer. Lasst einfach mal die Seele baumeln und es euch gut gehen. Wenn es auf eurem Schminktisch oder in eurer Wohnung oder eurem Zimmer auch mal wieder aussieht, als ob die Bombe eingeschlagen hätte, dann wäre es doch eine gute Idee, wenn euch langweilig ist, aufzuräumen. Ich habe bei der Gelegenheit auch gleich meinen Videohintergrund für euch etwas weihnachtlich dekoriert. Und wenn ihr Abwechslung braucht, dann könnt ihr auch gleich eure komplette Wohnung oder euer Zimmer umstellen und umräumen. Ich bin da so ein kleiner Umräum-Junkie. Ich liebe das einfach, aber kleine Veränderungen können schon viel bewirken. Also probiert es einfach mal aus. Für alle, die gerne zocken, habe ich eine Spieleempfehlung. Tasty Tale ist ein lustiges Kochspiel, bei dem ihr in eurem Restaurant Gäste aus bekannten Märchen begrüßen dürft, die sich von euch ihre Lieblingsgerichte wünschen. Für ein Rezept müsst ihr immer 3 gleiche Zutaten kombinieren. Dafür habt ihr eine bestimmte Anzahl an Zügen verfügbar. Je höher ihr im Level steigt, desto herausfordernder und kniffliger werden die Rezepte. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ihr merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Ihr könnt Tasty Tale alleine oder zusammen mit euren Freunden auf Facebook spielen. Das Spiel ist aber auch fürs Handy und für Android-Geräte erhältlich. Im Google Play Store oder den App Store für iOS könnt ihr es euch ganz einfach herunterladen, um Tasty Tale immer und überall zu spielen. Ich liebe es, Listen zu schreiben, egal ob Wunschlisten oder To-Do-Listen. Ich schreibe mir jeden Tag eine To-Do-Liste und hake dann alles fein säuberlich ab und ich schreibe wirklich jede kleinste Kleinigkeit drauf. Sogar die selbstverständlichsten Dinge kommen auf meine Liste, nur damit ich hinterher was abhaken kann, weil das einfach so ein schönes Gefühl ist, wenn man etwas erledigt hat. Ihr könnt euch ja auch einmal eine Liste mit euren ganzen Wünschen schreiben, Stichwort Bucketlist. Und dann schaut nach einiger Zeit auf eure Liste und schaut, was sich davon schon alles erfüllt hat, was ihr schon alles erreicht habt. Listen sind wirklich eine tolle Sache. Egal wie kalt es draußen ist, ich gehe total gerne spazieren. Man sagt ja auch, dass es kein falsches Wetter gibt, sondern nur die falsche Kleidung. Also packt euch warm ein und geht raus. Auch wenn es euch am Anfang vielleicht etwas Überwindung kostet, aber wenn ihr erstmal draußen in der Natur seid, dann werdet ihr feststellen, dass es euch danach viel besser geht und wie gut die Bewegung und die frische Luft euren Körper tut. Vor allem im Winter bei der trockenen Heizungsluft. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, es ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt. Ihr braucht kein Fitnessstudio, ihr braucht nicht irgendwelche Geräte. Geht einfach raus. Das ist für den ganzen Körper und die Seele wirklich gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und für euch war der ein oder andere Tipp mit dabei, was man gegen Langeweile machen kann oder wenn man auf überhaupt gar nichts Lust hat. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr macht, wenn euch langweilig ist, welche Tipps ihr habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Live like a lady. Tschüss!